Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir starten das Video mit einer Domino's Pizza Werbung. Und zwar heute mal wieder ein Pong Reacts. Die saftigste Scanner Tour. Da die Map in München in letzter Zeit sehr gut funktioniert und ich mir hier und da einen 100er geholt habe, hatte ich mal wieder Bock auf die alten Zeiten, auf die alten Scanner Zeiten. Und deshalb die heftigste, die saftigste Scanner Tour. Also schauen wir mal. Nach der Werbung hier. Ah ja, ein bisschen lauter noch. Und los geht's. Aber so, gibt's noch ein paar Highlights für euch. Schauen wir mal, ob das Video... Erstmal auf 1080 hier. So, gibt's noch ein paar Highlights für euch. Schauen wir mal, ob das Video nicht allzu lang wird. Weil der Tag schon richtig lang war. Wie fängt denn das Video an? Los geht's. Und wir haben bereits einen 100% Krabi verpackt. Aber so, gibt's noch ein paar Highlights für euch. Schauen wir mal. Wo ist das Euda? Wo ist die Begrüßung? Hä? Das fängt doch nicht da an! Los geht's! Und wir haben bereits einen 100% Krabi verpasst. Das reicht bleiben. 100er Krabi verpasst? Oida! Go, go! 100% Kamus. Oh mein Gott. Kurze Vorstellung: Der Fahrgast Milos. Grüße genauso, ein gelber Kollege. Rechts daneben ist Benny, der war früher sehr aktiver Spieler, auch gelb. Und ich glaube, rechts neben mir ist Fabi. Nicht so aktiv, aber auch gelb. Weil früher, das war noch zum alten Arena-System, da waren Farben viel, viel wichtiger und Teams. Und die Farben haben sich eigentlich nur untereinander getroffen und miteinander was gemacht. Das war echt eigentlich voll rassistisch, oder? Nur die eigenen Farben haben immer untereinander was gemacht. Sehr, sehr selten farbenübergreifend. Außer es gab halt so ein großes Event. Aber sonst war es halt echt immer nur gelbe mit gelbe, blau mit blau und rote mit roten. Aber schauen wir mal. Die Flasche mir durch. Das ist nur der Prinz und Kanoks. Wegen Benny erwischen wir es vielleicht nicht mehr. Und wir den nächsten abholen. Ah, 100er Kanoks. Sorry. So. Wir haben es noch geschafft. Sogar easy 6 Minuten noch. Das ist ein komisches Arena. Alter, das alte Arena-System. Seht ihr die alte Arena? Erstmal das schön saftig gelb. Level 10 wahrscheinlich. Ich saß wahrscheinlich in beiden Höhen. Ich hab lange keinen 100% mehr gehabt. Ich bin auf 100% im Zug. 100% im Zug. Ah ja, das war Fabi. Oh mein Gott, ich hab's nicht. Ist irgendwie nach China ausgewandert oder so. Oh mein Gott. Das Buch, wo fährst du jetzt? 795. Gefährlich. Alter, und wie die damals aussahen noch, die Pokémon. Von jetzt. Ich hab's nicht. Es gab damals noch keine goldenen Bären. Ja. Echt verrückte okay, Zeit. Das ist kein gutes Zeichen für mich. Was immer, ne? Ich hab noch nicht geworfen, okay. Ja, erster Ball sogar super Ball. Und mein zweiter Account hat fast keine Items gelassen. Oh mein Gott. Erstmal das alte Bewertungssystem. Und dann noch die alte Grafik von dem Trainer, die mir übrigens viel, viel besser gefällt. Und dann irgendwann hatten die es geändert und jetzt sehen die so aus, wie sie jetzt aussehen. Und damals sahen sie ja so aus. Gute alte Zeit, Mann. Alter, wie viel sich geändert hat, Mann. Oh mein Gott. Auch da, bei dem Staub, hatten die noch nicht die Punkte eingesetzt. Ich hatte da noch 5 Millionen. Also jetzt habe ich auch ungefähr 5 Millionen. Aber damals hat 5 Millionen krass viel. Jetzt. Wen juckt's? Jetzt. Damals sind wir noch jedem einzelnen Lavita und auch Dratini, Dragonier hinterher gefahren. Jetzt im Nachhinein natürlich mit den ganzen C-Days und Events und wie viele tausende Bonbons ich hatte und auch für EP jetzt Lavita entwickelt habe. Sowas wird wahrscheinlich nie wieder passieren. Also nur für Bonbons irgendwelche Rare Spawns abzufahren. Ich hab's ja. Wie zum Beispiel diese Dratini. Okay, so, es gibt einen Relaxo, relativ weit am Arsch der Welt, aber ein Schlusspunkt, Fabian hat gesagt, den kriegen wir sicher 100%.
Und wenn wir ihn nicht kriegen, dann zahlt er den Tank für die nächsten 10 Scannertouren. Für die nächsten 10 Scannertouren, auf denen ich dabei bin. Auf denen er dabei ist, natürlich. Ich nehme mich dann an keinem mehr teil, ne? Ja, das ist der Haken. Clever, clever. Oh, clever. Oh! Ich erinnere mich an das Galaxo. Zeitkontrolle? Es war gar nicht so. Ich hab mich nicht davon, das Galaxo zu holen. Es ist mitten in Schwabing. Mir ist gerade eingefallen, ich weiß gar nicht, wo das ist. Und mir ist auch gerade eingefallen, ich bin einfach so aus dem Auto gestiegen, gelaufen und dann weggelaufen vor der Polizei. Ich meine, rein theoretisch, die hatten uns ja kurz aufgehalten, hätte ich ja irgendwie so Drohnen bei mir haben können oder so, aber die haben mich irgendwie gar nicht gestoppt. Ich meine, meistens gehen sie eben nur auf den Fahrer, aber ist schon verdächtig für einen Polizist, oder nicht? Wenn einer direkt, wenn der Wagen hält, rausläuft und wegläuft. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Ich wollte einfach nur zum Relaxen. Wo ist das eigentlich? Wo ist das eigentlich? Ihr seht, Milos leidet, aber er müsste es auch so bekommen, also wenn die keine Faxen machen und es nicht zu lange dauert. Und ich muss erstmal den Screen Record anmachen. Wenn ich komm, mit allen Handys. Ich hab nur mein Handy da. So sieht's aus. Und ich hab wieder vergessen, den Screen Record anzumachen. Okay, jetzt. Da hinten beim Park, oder was? Ja. Schon ein Stückchen. Ja, deswegen. Machen wir uns mal on the way. Ja, auf geht's. Wir sehen uns doch beim Relaxo. Wir sind gerade voll aus dem Mund gegangen. Wir hätten einfach hier stehen bleiben können. Ich hab ein sogar ein relativ fettes Galaxus, das ist über 2,5, glaube ich. Ja. Damals noch die fetten Galaxus, einfach wieder hingestellt und so. So unnötig, vor allem jetzt Galaxus ist so schlecht geworden, so irrelevantes Galaxus geworden. Alter, wie das damals aussah, das Top. Und das Galaxus hier. Und ein paar Zuschauer getroffen, alles gehört. Oh mein Gott, Galaxo! Gelbe Berge, so unnötig! Heb die auf für das neue Gegnersystem, das bekommen wird! Alter, wie das aussah! Es gab gar keinen Bonus! Es gibt ja jetzt Curveball-Bonus, Großartig-Bonus und so, damals gab es einfach nichts. Einfach nur 100 Punkte fürs Fangen. Crazy! Wir sind alles stehen da vorne, wir sind echt richtig leider durchgegangen. Und die Zeit zum Glück weg. Schmeckt mal, Gold. Und ein Slackmann, ein Schluck. Ja, hast dich gefangen, wir haben so angetippt, hier. Und Gott, noch mit dem Uralt-Handy. Oh, na. 5, 10 oder so. Bobby, du krass. Und? Tschüss. Was ist los? Ich hab irgendwie die Bildschirmaufnahme nicht synchron. Die ist viel zu spät. Oh mein Gott, die hätte man früher mehr jagen müssen. Altergas und Chanergas. Anstatt Relaxo und Lapras. Vor allem Lapras, Mann. Lapras echt damals überbewertet hoch 10. Mhm. Auf dem Weg zum Lagita. Wir wurden schon wieder angehalten von der Polizei. Alter, das war früher echt. Immer, immer. Kein Kommentar. Immer. Das war echt jedes Mal. Es gab keine Tour, keine Arena-Tour, keine Scanner-Tour, wo das nicht passiert ist. Das ist echt schlimm. Richtig leidendste überhaupt. Vor allem, die sind hinten eingestiegen, ist ja auch fuck. Die sind hinten ausgestiegen. Ey, schau mal bitte, was kommt jetzt also mit. Ja, ich muss da raus, Alter. Was ist denn los? Milos auch so ein leidender Autofahrer, Mann.
Oh mein Gott, echt Leiden. Das war trotzdem immer vorbei. Verkehr ist auch noch gegen uns. Ja, komm, komm, komm. Das ist doch viel mit Essen halt. Ja, soll er auch. Ich fahr jetzt auch rückwärts hier raus, ist mir echt wurscht. So, kurze Pause nach der Tanke. Was waren die das? Hä? Das Lavita haben wir bekommen, ein paar Gratinis dazu. Ach so. Der Terra ist Spawn schon näher, aber. Hä? Ein bisschen zu weit weg. Aber es spawnen heute definitiv mehr Sachen, verschiedene Sachen. Nicht nur wie bei den letzten paar Malen, Galaxo, Dratini und Lavita. Was kommt hier aus? Heute auch Heiterra, Chanera, sowas. Gesundheitung der Vergangenheit. 100% Klamux, also sieht schon mal besser aus. Oh yes. Oh wieder. Ein großer Spawn. Ein Dragoran. Dragoran. Dragoran damals heftig. Heftig. Dragoran und Despotar natürlich. So weit weg davon. Endlich mal. Die Szene habe ich schon öfters eingeblendet, weil das ist echt ein Highlight. Aber Dragoran war immer. Werbung kommt. Excellent! Das ist noch der Anton. Der hat immer excellent geworfen. So saftig aus. Da hat man echt immer bei krassen Spawns halt München gesehen. Die Zeit vermissen. Jetzt sieht man die halt irgendwo bei dem Raid oder sowas, aber. Das waren echt geile Zeiten. Probieren wir den Spaß. Alter, wie krass ich damals mit der Kamera gewartet habe. Soll ich halten? Ja. Hat die geile Bewertung gemacht? Ja. So. Hast du schon? Nein. Ich glaube, wir waren echt leise. Fabi, ist es geflüchtet, oder was? Ja, mein Rot auch gut. Echt? Hauptsache erstmal treffen. Das dauert noch. Das war schlimm damals. Der Jahre. Vor allem, das hat nicht mal 20 Bonbons gegeben. Ist ja Entwicklung geben ja mehr Bonbons. Aber das gab's damals noch nicht mal. Das sind einfach nur 6 Tratini-Bonbons. Man könnte einfach auch einfach nur ein Tratini fangen. Erster Ball miteinander. Vollgas. Der war schlecht. Oh, der war richtig schlecht. Digga, alle Würfe sind schlecht. Ich hab nicht einmal großartig geworfen, oder? 2000. Okay. Aber da ist er. Ich hab ihn auch. Ja. Sehr gut. Mein Gott, war Topsong, oder? Damit haben wir die 1000. Erster Ball auch beim zweiten, was geht? Saftig. Oh, Junge! Lass ich das haben, ich glaube. Schon bekommen, ne? Ja, wobei. Junge, richtig chillig. Wie man sich über so einen Dragoran freuen kann. Eher nicht. Ja, oh mein Gott. So, das war's mit der Tour. Oh. Muss sagen, möglicherweise die saftigste Tour, die wir bisher hatten. Klar, es gab Touren, da haben wir bessere Sachen, qualitativ besser gefangen, aber saftig im Sinne von effektiv war das, glaube ich, echt die saftigste, effektivste Tour bisher. Wir haben echt auf dem Weg zu Spawns. Ich erinnere mich, ja. Das stimmt. Also, Touren sind ja immer leidend. Es kommt halt immer drauf an, was du bekommst, was reinkommt und so weiter. Und manchmal gibt es halt Leerlauf. Und Leerlauf ist halt echt das Schlimmste. Oder wenn du irgendwie zu weit auseinander die Spawns hast und dann immer dahin und dann also viel zu weit fahren musst. Und also die gesamte Spawnzeit ausnutzen musst. Und ich erinnere mich, die Tour war echt super geschmeidig, weil wir sind dahin gefahren und dann direkt daneben oder auf dem Weg zu dem anderen ist auch hier und da was gespawnt und das war echt wie bei Pac-Man, so zack, 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 zack und nicht so. Also das war echt eine gute Tour. Grüße gehen raus an die alten Kollegen. Fabi ist weg, irgendwo in China. Benny spielt, glaube ich, nicht mehr. Und wenn, dann irgendwo nur in Aschheim. Er war einer der krassesten Gelben, jetzt halt natürlich nicht mehr. Und Milos war auch einer der krassesten Gelben. Mit dem habe ich zwar noch Kontakt, aber
das neue Arena-System hat ihn zerstört. Vielleicht irgendwann mal mehr dazu. Das war's von mir, Leute. Gute alte Zeiten. Saftige Scanner-Tour. Das Feeling ist auf jeden Fall momentan wieder da. Geil. Einfach nur geil. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon ist serious business. Und alle Infos zur Münchner Map unten in der Beschreibung.